Hallo zusammen, heute habe ich das Sony Xperia Z3 Tablet Kompakt. Hierbei handelt es sich um ein 8 Zoll Tablet mit IPS Panel mit einer Auflösung von 1920x1080, also Full HD. Schauen wir uns das Tablet einmal genauer an. Die Besonderheit bei diesem Tablet ist, es misst nur 6,4 mm. Und es wiegt gerade mal 270 Gramm. Kommen wir kurz zum Lieferumfang. Im Karton liefert Sony einen USB-Ladeadapter mit, das passende USB-Daten- und Ladekabel und hier sehen wir noch ein wenig Anleitung. Kommen wir nun zum Tablet. Einmal zu den technischen Daten. Im Inneren arbeitet ein Snapdragon 801 Quad-Core CPU mit 2,5 GHz. Es sind 16 GB Flash-Speicher und 3 GB Arbeitsspeicher vorhanden. Vorne findet ihr eine Webcam mit 2,2 Megapixel und auf der Rückseite eine mit 8,1 Megapixel. Ich habe hier die LTE-Version, das heißt, es kann auch noch eine SIM-Karte mit verbaut werden. Die kommt hier hinein und hier daneben kommt dann die SD-Karte. Auf der Unterkante gibt es den Micro-USB-Port und wenn alles schön abgedichtet ist, also wenn alles gut abgeschlossen ist, wenn alles gut verschlossen ist, ist das Tablet auch wasserdicht. Hier sieht man, es gibt einen NFC-Sensor. Natürlich gibt es auch Bluetooth und es gibt auch WLAN nach den Standards ABGN und AC. Das Tablet unterstützt auch Miracast, DLNA und MHL. Auf dem Tablet kommt Android, wie man so schön sieht hier, in der Version 444. Und Sony hat ja schon angekündigt, dass für die Z3-Serie auch Android 5.0, also Lollipop, umgesetzt wird. Zum Display. Das Display löst, wie gesagt, mit Full HD auf und durch das IPS-Panel sind auch die Betrachtungswinkel sehr hoch. Und es macht auch viel Spaß, auf dem Tablet zu spielen. Sony liefert noch ein kleines Spielchen mit. Ich versuche es mal euch zu zeigen. Machen wir mal ein bisschen Sound an. Ich hoffe, ihr seht das jetzt ganz gut. Ich muss natürlich auch Kamera und Tablet gleichzeitig im Auge halten. Also es macht sehr viel Spaß, auf diesem 8 Zoll Tablet zu spielen. Was haben wir noch auf dem Tablet? Hier haben wir noch eine Navigationssoftware mit diversen Funktionen. Ich kenne mich jetzt hier leider nicht so aus, aber die Route wird berechnet. Also ihr seht schon, eine vollwertige Navigationssoftware. Dann haben wir noch auf dem Tablet ein Antivirenprogramm. Mal gucken, ob ich das jetzt finde auf die Schnelle. Also hier haben wir eine Office Suite mit Excel, Word und PowerPoint und PDF Reader. Und da ist das Antivirenprogramm von AVG. So, das war's, mein Hands-on-Video zum Sony Xperia Z3. Ich hoffe, es hat euch wieder mal gefallen. Bis zum nächsten Mal.